wirklich, dass du da oben warst, 15. Ja, ich war sogar 15. Ich bin aber recht auf den Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, es war nicht richtig. Ich bin da erst aber ein Junge, der hat wirklich viel gemacht. Es fing damit an, dass wir einen Zirkus gemacht haben, mit allen Kindern in der Schule in Talata. Drei kamen zu spät. Sie sahen verheult aus und ein bisschen ängstlich. Wir haben ganz viel für den Zirkus gebastelt und geprobt. Wir hatten Clowns, und wilde Tiere. Und Akrobaten. Und wir haben einen Zauberkurs gemacht. Am nächsten Tag kam der schüchterne Junge mit einem blauen Auge zur Schule. Da stimmte was nicht zu Hause. Die kleinen Schwestern haben das dann erzählt. Der Vater hat immer das Geld versoffen und wollte mehr Geld von der Mutter. Und wenn die keins hatte, ist er ausgerastet. Wäre besser gewesen ohne den Vater, haben sie alle gesagt. Aber was willst du da machen als Kind? Na klar, zaubern lernen. Wir haben die zersägte Jungfrau geübt und Leute schweben lassen.
Das habe ich ihm jedenfalls gesagt. Und er hat geglaubt, dass er zaubern kann. Dann habe ich ihm die magische Zauberkette gegeben. Er ist nach Hause gegangen und hat dort weitergezaubert. Er hat seine Schwester schweben lassen. Und die andere Schwester zersägt. Hat der Vater Angst bekommen, dass sein Sohn mit bösen Geistern im Bunde ist. Geister spielen eine große Rolle in Madagaskar. Und er hat so viel Angst bekommen, er ist in den nächsten Bus gestiegen und weggefahren. Und nie zurückgekommen. Das ist richtig, richtig gut. Thank you.
Die Zauberkette hat der Junge mir zurückgegeben. Aber komisch, ich habe den Verdacht, er kann immer noch zaubern.